Willkommen zur zweiten Folge der Driftfahrschule. Ich bin Martin Müller und heute gehen wir in die Praxis. Fahrzeug haben wir schon verbunden, App soweit grundsätzlich eingestellt. Wir machen jetzt noch ein paar Einstellungen, was das Fahrzeug-Setup angeht, mit dem wir diese ersten Fahrübungen auch fahren werden. Ja? So, dazu gehen wir nochmal ins Menü. Und hier seht ihr nun, hier oben, da haben wir schon drüber gesprochen, weiter unten verschiedene Setup-Einstellungen. Erste Einstellung ist das Fahrzeug-Setup selbst, ob es im Driftmodus, also für Driften eingestellt ist, oder, was wir am Anfang jetzt tun werden, wir stellen das Fahrzeug auf Rennsetup. Rennsetup bedeutet, alle wichtigen Parameter wie Differentialsperre, wie Fahrwerksgeometrie sind auf Rennbetrieb eingestellt, in dem Fahrzeug, virtuell natürlich. Damit fährt das Fahrzeug erstmal deutlich stabiler. Es lässt sich als Heckregler natürlich trotzdem noch in den Drift bekommen, aber für den Anfang auf jeden Fall erstmal das Setup, um Gefühl für das Fahrzeug zu bekommen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, verschiedene Reifen auszuwählen. Diese Option steht nur der Vollversion zur Verfügung. Wir haben ja aktuell hier ein Sport Edition am Start, das Einsteigermodell. Ihr könnt jederzeit später upgraden. In diesem Menü ist die einzige Funktion, die hier nicht wählbar ist, ist eben der Reifen. Alles andere ist frei, wie eben hier jetzt auch die Streckeneigenschaften. Das heißt, wir können sagen, wir fahren auf trockenem Asphalt. Wir können aber auch sagen, wir wollen auf nassem Asphalt fahren oder eben auf Schotter, Gravel, oder eben sogar auf Eis. Ja? Wir fangen mal an der Stelle mit trockenem Asphalt an, um es nicht zu übertreiben. Und eben im Rennmodus. So, Fahrzeug einschalten. Wir gehen hier auf das Flaggensymbol und wählen zunächst einmal freies Fahren. Jetzt sind wir in dem Cockpit der App drin und wir können hier schon mal das Licht ein- und ausschalten. Ganz wichtige Funktion. Und hier in der Mitte können wir den Motor starten. Unser rein 6-Zylinder-Turbo läuft. Jetzt zeige ich euch kurz einmal die grundlegende Funktion. Wir haben hier drüben, wie im ersten Video schon angesprochen, die Bremse. Und zwar hier unten wenig Bremse, hier oben volle Bremse. Das Ganze ist proportional. Ihr könnt also sliden, ihr könnt aber auch tippen. Am Anfang empfehle ich unbedingt, nicht groß zu sliden, sondern auch nicht unten leicht zu bremsen, sondern wirklich direkt hier oben stark auf die Bremse zu drücken. So, das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Hier ist Gas, wenig Gas, viel Gas. Und in der Mitte ist die Handbremse. Kommen wir gleich zu einer Sonderfunktion. Wenn ihr die Handbremse betätigt, kuppelt das Fahrzeug logischerweise aus. Das heißt, ihr könnt in dem Moment auch Gas geben. Den Motor aufholen lassen, ohne dass wir das Fahrzeug davon fährt. Ja? Hat noch eine weitere Funktion, nämlich die Launch Control. Dazu aber später. Für die ersten Schritte sucht euch mal eine freie Fläche zum Fahren. Wir haben jetzt hier unsere Standardstrecke, das Hafendock aufgebaut. Größe ist hier in etwa 1,40 m x 2,70 m. Das solltet ihr mindestens als Fläche haben. Gerne auch mehr, am besten auf dem Boden, keine großartigen Hindernisse. Wir müssen jetzt noch keine Strecke aufbauen und nicht hier gleich den Ken Block machen, sondern wirklich erstmal schauen, dass wir uns an das Fahrzeug und an das Fahrverhalten gewöhnen. Ja, dazu beginne ich jetzt hier mal, indem ich langsam Gas gebe. Ganz vorsichtig, wie in einem echten Auto, das ihr nicht kennt, auch. Mal hier Lenker. So, und jetzt einfach mal nur Gas geben, schauen, wie das Auto fährt, wieder vom Gas gehen, mal bremsen. Aber bleibt stehen, ja? Und gar nicht so schnell, sondern wirklich erstmal rantasten. Ihr könnt mit Gas einfach tippen, im mittleren Bereich zum Beispiel oder auch weiter oben, aber eben nur kurze Gasstöße, immer wieder vom Gas gehen. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt hier Gas gebe und vom Gas gehe, es rollt weiter. Ja? Das Ganze ist halt simuliert. Das Auto hat hier 1,6 Tonnen simuliertes Gewicht und die rollen weiter, wenn ich vom Gas gehe. Also wenn ihr stehen bleiben wollt, müsst ihr aktiv bremsen. Wichtig beim Bremsen, nicht hier unten, weil es ist nur Fußpedal aufs Pedal legen, sondern wirklich hier oben fest drauftreten sozusagen. Ja? Genau. So, dann einfach mal auf dieser freien Fläche ein bisschen fahren, ein bisschen Gefühl bekommen, ein bisschen schneller mal auch, einlenken. Wichtig beim Lenken ist, keine zu großen Bewegungen machen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt hier bei einem Winkel von normaler Einstellung, je nachdem was ihr einstellt, das kann man auch einstellen, 60 Grad zum Beispiel, habt ihr vollen Lenkeinschlag. Das heißt, wenn ihr weiterdreht, passiert jetzt auch nichts mehr. Das ist so, als hättet ihr bei einem echten Auto das Lenkrad schon komplett bis auf Anschlag gedreht. Ist natürlich, wenn man schneller fährt, ganz schnell auch zu viel. Deswegen wichtiger Tipp, versuchen immer möglichst kleine Bewegungen zu machen und dem Auto einen kleinen Moment Zeit geben zu reagieren. Weil nochmal, die Masse von einem echten Auto, ein echtes Auto, wenn ihr da fahrt, auch gerade wenn ihr schneller fahrt, ihr lenkt da ein, das braucht einen Moment, bis die Masse sich bewegt, bis das wirklich reagiert. Und das ist ja alles simuliert. Das heißt, ihr fahrt hier, wenn ihr lenkt,
Dann seht ihr auch hier, es dauert einen ganz kleinen Moment, bis diese Masse auch reagiert. Aber auch kleine Lenkbefehle kommen hier an und das Auto reagiert und rotiert. Ja? Brauche nicht voll einlenken, kann ich natürlich machen für einen kleinen Wendekreis. Aber ich kann hier mit ganz kleinen Lenkbewegungen das Fahrzeug schon sehr sauber steuern und lenken. Und das ist oft der größte Fehler, dass man da einfach viel zu viel macht. Also wirklich versucht mal mit kleinen Bewegungen hier zu steuern. Und erstmal überhaupt zu gucken, wie kann ich denn hier so ein bisschen kontrolliert fahren, ohne gleich irgendwo ja, in die nächste Wand zu rasen. Weil wenn ich Vollgas gebe, dann geht die ganze Kiste natürlich sofort auch quer, auch im Rennmodus. Und dann wird es ganz schnell unkontrolliert. Also wirklich langsam Gas geben, ganz piano. Einfach mal ein bisschen rantasten, auch Bremse nicht vergessen, immer wieder schön bremsen. Ja, aktiv, hier Bremse, dann wieder einlenken, bisschen Gas geben, auch mit ganz wenig Gas fahren, rollt das Fahrzeug. Also wirklich mal einfach diesen Bereich, den ihr auf dem Finger benutzt, von viel Gas bis wenig Gas, von viel Bremse oder auch nur ganz wenig Bremse, mal ein bisschen ausprobieren und mal erst ein Gefühl bekommen für das Ganze. Ne? Erstmal langsam starten und immer kleine Lenkbewegungen machen, die reichen vollkommen, um das Fahrzeug hier sauber zu kontrollieren. Ja? Kann ja also ganz, ganz präzise einmal hier um den blauen außen rumfahren. Ganz, ganz einfach. Nur eben nicht so schnell, weil ist simuliert. Wir fahren jetzt auch schon, wenn ihr mal auf den Tacho schaut, mal eben schon 30, 40, 50 km/h. Ja? Und bei 40 km/h ist natürlich schon das Auto auch nicht mehr ganz mal eben. Das Fahrzeug bremst nicht, bis es stehen bleibt. Ja? Alles wie in der Realität. Und umso schneller ihr fahrt, umso länger wird euer Bremsweg natürlich auch. Also all diese Dinge klingt jetzt banal, weil jeder hat schon mal ein Auto gesehen und kann Auto fahren. Nur es ist hier halt wirklich, man muss im Hirn erstmal verknüpfen, dass dieses kleine Ding jetzt plötzlich fährt wie ein echtes Auto. Und das ist eben was, da will unser Hirn erst anderer Meinung sein und sagt, nee, das ist ein Spielzeug. Und das müssen wir erstmal davon überzeugen. Pass mal auf, mein Liebes, das ist ein echtes Auto, das hat Bremsweg, das hat Trägheit, das hat all diese Dinge wie im realen Leben. Also wichtiger Schritt, einfach mal ein bisschen rantasten und ein bisschen Gefühl bekommen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann gehen wir ja schon in diesem Video, in diesem Teil auch mal noch in den nächsten Schritt zu einer ersten Fahraufgabe. Wir bauen uns einen kleinen Parcours auf. Das könnt ihr tun, indem ihr einfach die Driftcarbs nehmt, die ja bei jedem Fahrzeug dabei liegen, die euch einfach mal auf die Strecke legen. Einmal hier. Wir machen das jetzt mal einfach, weil man es vom Kontrast her besser sieht auch, mit unseren Racing, mit unseren Banden, mit den Curbs, die wir hier haben. Die legen wir einmal hier auf die Strecke. Einmal hier. Das Ganze mal so mit, ja, 1,30 Meter Abstand, sage ich mal. Das dürfte auf der Strecke ein ganz gutes Maß sein. Ist jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr. Und dann kommen wir mal zur ersten Aufgabe. Und die ist folgende. Und zwar, wir fahren hier erstmal einfach nur ein Oval. Ihr habt jetzt zwei Wendepunkte, zwei Spitzkehren sozusagen. Und die Aufgabe ist jetzt, hier mal kontrolliert auf Runde zu fahren. Also nicht mehr kreuz und quer, sondern wirklich dieser einfachen, aber dieser Strecke hinterher. So, also beschleunigen hier, einlenken, gerade lenken, wieder beschleunigen, bremsen, einlenken. Ihr müsst am Anfang auch nicht aktiv bremsen, es reicht in dem Fall, wenn ihr rechtzeitig vom Gas geht, also hier vom Gas gehen, einlenken, also nicht zu viel lenken, Gas geben, vom Gas gehen, einlenken, Auto rollen lassen, hier wieder aufs Gas, hier wieder vom Gas, einlenken, wieder Gas geben, vom Gas gehen, war schon ein bisschen schnell eben, da hat auch schon den dritten Gang geschaltet. Ja, nächster Schritt, wenn ihr da ein bisschen, wenn das halbwegs funktioniert, dann könnt ihr auch die Bremse mehr dazu nehmen. Das heißt hier vor der Kurve bremsen, also Bremse runter und die Kurve rumrollen lassen und wieder beschleunigen. Ja, das war schon ein bisschen viel Gas, da kam es jetzt schon. So, nochmal. Beschleunigen hier. Ist doch kein Vollgas. Ihr müsst doch kein Vollgas geben. Bremsen. Beschleunigen. Bremsen. Von der Bremse runter und das Fahrzeug in die Kurve rollen lassen. Ist auch ganz wichtig, dass ihr hier, wenn ihr voll auf der Bremse stehen bleibt und lenkt hier ein, dann seht ihr, das Fahrzeug erstens hat es gebremst und stehen geblieben. Aber es hat auch nicht gelenkt. Es hat untersteuert, weil ihr habt die Vorderachse blockiert und dann geht es geradeaus. Also ist auch ganz wichtig, dass ihr hier entweder ein bisschen weniger bremsen oder halt auch in der Kurve mal die Bremse wieder loslassen. Also wirklich alles wie in einem rechten Leben auch. Wir haben momentan kein ABS programmiert in den Fahrzeugen. Wäre natürlich in der Software auch möglich. Aber dementsprechend, ja, müsst ihr da bitte mit umgehen. Ja, das wäre mal die erste Aufgabe. Wie gesagt, entweder hier komplett ohne Bremse, mit Schwung, aber halt nicht zu schnell.
machen wir ja auch ohne Bremse. Oder dann im nächsten Schritt tatsächlich aktiv bremsen, einlenken, rausbeschleunigen, bremsen, einlenken, rausbeschleunigen, bremsen, einlenken. Und ihr merkt jetzt schon, wenn ich hier ein bisschen mehr Gas gebe beim Rausbeschleunigen, dass der Bremset ab, weil das Heck mit dem Gleis ja durch aus dem Heck auch kommt. Ja. Ich kann hier schön das Heck kommen lassen, ist natürlich super einfach einzufangen, wird natürlich dann im Driftmodus nachher nochmal alles etwas spannender, etwas wilder. Aber für den Anfang wäre das eure erste Aufgabe, hier mal kontrolliert um diese beiden Wendepunkte herumzufahren. So, wenn das halbwegs funktioniert, wenn ihr das Gefühl habt, das Ganze wird langsam kontrolliert, dann steigern wir uns jetzt in dieser ersten Stufe gleich nochmal ein wenig. Und zwar, indem wir die beiliegende Startziellinie nehmen und die uns einmal hier an einen der beiden Wendepunkte mal auf die Strecke legen. So, ich fahre jetzt wieder hier hin, zur Startaufstellung sozusagen, bleib mal hier stehen. Im Übersichtsmenü klicken wir jetzt nochmal erneut auf die Flagge und diesmal wählen wir nicht Fahren, sondern Rennen. Hier habt ihr jetzt verschiedene Einstellmöglichkeiten, dann lassen wir mal alles so, wie es auch übernommen wurde, aus den Grundeinstellungen. Und das Einzige, was wir machen, wir erhöhen hier die Rundenzahl. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich mache jetzt mal 3 Runden als Rennen. Und dann gehen wir hier auf Start. Starten den Motor. Jetzt kommt die Startampel. Und sobald grün ist, geht's los. Und wir fahren wieder die gleiche Aufgabe. Wie eben auch schon. Wichtig ist jetzt, dass ihr hier schaut natürlich, dass ihr die Kurve kriegt und dass ihr, hier könnt ihr ein bisschen weiterfahren, da ist es nicht so schlimm. Aber dass ihr bei dem Wendepunkt auf jeden Fall natürlich die Startziellinie auch trefft. Ja? Und jetzt ist die Aufgabe, sich hier mal so langsam zu steigern, um mal zu schauen, auf welche Rundenzeit man eigentlich kommt. Finish. So, 3 Runden Rennen. Ich stoppe den Motor. Und jetzt seht ihr hier im Übersichtsscreen schön euer Rennen. Das heißt, wir haben hier oben die Fahrzeit insgesamt, eure schnellste Runde. Und hier alle Runden einzeln mit den Zeiten. Wenn da mehr Runden sind, dann könnt ihr runterscrollen, dann zeigt er natürlich alle Runden an. Nehmen wir bei 3 Runden, sehen wir hier genau die langsamste, das war die Startrunde, logisch, stehender Start, dann die beiden fliegenden Runden. Und so könnt ihr selber mal gucken und auch analysieren, wie es funktioniert, wie ihr euch steigert, Bremse, mehr rollen lassen. Einfach mal auf der Strecke gucken und da habt ihr schon die erste Challenge für euch und könnt mal schauen, wie ihr euch dann Stück für Stück in den Rundenzeiten auch steigert. Ihr könnt die Aufgabe noch insofern erweitern, dass ihr, wenn ihr den Platz zu Hause habt, mal diese beiden Wendepunkte noch weiter auseinanderstellt. Ja, also wirklich ruhig mal, auch dann, wenn es jetzt auf dem engen Bereich schon mal klappt, mal 2, 3, 4, 5 Meter auseinanderstellen. Und werdet ihr sehen, wenn ihr dann auch da nur dieses Oval fahrt, dass da nochmal eine ganz andere Herausforderung dazukommt. Nämlich, ihr habt natürlich längere Beschleunigungswege. Das heißt, die Fahrzeuge beschleunigen dann ja auch kontinuierlich weiter. Die werden immer schneller. Dementsprechend müsst ihr aber natürlich den Bremspunkt auch viel früher und viel genauer treffen. Ja? Also diese Challenge, dann eben rechtzeitig zu bremsen, sauber die Spitzkehre zu treffen, auch eine richtig spannende Geschichte. Macht mega Spaß. Also wenn ihr den Platz habt und euch halbwegs wohlfühlt mit dem Fahren von dem Fahrzeug selbst, dann geht schon mal auf diesen nächsten Schritt, wenn ihr wollt, und probiert es mal auf einer größeren Strecke. Weitere Tipps, was eben auch nochmal Setups angeht, was aber auch das ganze Thema Fahrphysik angeht und Fahren im Grenzbereich, dazu kommen wir in der nächsten Folge. Und natürlich gibt es dann auch wieder eine Aufgabe für euch. Bis dahin, viel Spaß!